Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Man sieht mich seit langer Zeit mal wieder. Und ja, heute gibt es ein Tutorial für euch. Ich habe euch drei Variationen vom Verb mitgebracht. Ihr habt schon sehr lange auf dieses Tutorial gewartet. Ich habe es euch auch versprochen gehabt. Deswegen tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Wahrscheinlich sind die meisten schon weg. Aber es ist da. Unten in der Beschreibung sind auch nochmal die Timestamps. Heißt, ihr könnt dann immer vorspulen bis zu dem Part, wo ihr hin wollt. Gut? Gut. Dann würde ich sagen, ich rede nicht mehr so lange. Wir beginnen sofort mit dem Video. So, heute gibt es ein Tutorial zum Verb. Ist jetzt nicht die beste Perspektive, aber ihr habt es am Anfang schon gesehen und die meisten wissen auch, was der Verb ist oder haben den schon mal gesehen wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Falls nicht, nicht schlimm, dafür seid ihr hier. Heute lernen wir das Ganze plus noch Variationen, wie ihr das Ganze machen könnt. Da gibt es einmal, wie ihr schnell machen könnt, plus eine, wo ihr noch zwei Päckchen hinzufügt. Das gibt es am Ende. Es ist alles, das ganze Video ist, ich sag mal, ausgeschildert. Schaut einfach in der Beschreibung nach und dann wisst ihr Bescheid, wann was kommt. Und ich würde sagen, wir labern nicht zu viel. Wir beginnen sofort mit Worm. Und zwar, welches Kartenspiel? Am besten irgendwas, was erstmal ein bisschen zusammenheftet, was vielleicht nicht so das schwabbeligste Kartenspiel ist, das neueste, dann hält alles ein bisschen besser zusammen. Für Anfänger super gut. Allgemein meistens empfehlenswert, außer wenn ihr ein Fächer lernen wollt. Dazu gibt es übrigens auch ein Tutorial auf meinem Kanal. Auch zu, wie ihr sowas hier machen könnt. So einen richtig schönen Fächer. Die Karten sind übrigens richtig hübsch, ne? So, und wichtig, wie haltet ihr das Kartenspiel? Ich zeig's euch. Genau so. Das ist, ich weiß nicht genau, wie dieser Griff heißt, aber so sieht das Ganze aus. Nicht hier unten. So, wenn ihr Karten so austeilen würdet, dann haltet ihr meistens die Karten so und unten. Wir tun das Ganze jetzt von hier unten nach, zack, hier oben. Das könnt ihr euch schön reinsetzen. Genau so. Zack. Und dann habt ihr das Ganze hier. Gut. Ich hoffe, das haben wir. Das sollte wirklich gut sitzen. Ihr solltet bequem in dieser Haltung sein können. Denn von da aus bauen wir den ganzen Move auf. Und es sollte wirklich stabil halten. Okay. Nächster Schritt wäre der Z-Grip. So sieht das Ganze aus. Und zwar, ihr seid in dieser Position. Zeigefinger hier oben, Mittelfinger und Ringfinger. Kurz die Finger vergessen, auch gut. Kleiner Finger hier unten, Daumen stützt an der Seite. So. Am besten, diese beiden Finger gehen ein bisschen Richtung da. Wir wollen die nicht hier hinten haben, wir wollen die ein bisschen drüben haben. Denn jetzt kommt unsere andere Hand. Ich bin jetzt Rechtshänderin. Ich halte das Kartenspiel in der linken Hand. Und die rechte Hand kommt bei mir jetzt rüber und greift das Kartenspiel genauso. Mein Autofokus ist super. Hier oben, zack, zwei Finger, Mittelfinger und Ringfinger. Daumen hier unten, Zeigefinger hier oben eingerollt. Genau so. In der Position sind wir jetzt. Also nochmal, falls ihr ein bisschen genervt seid, dass wir das langsam durchgehen. Das ist ein Anfänger-Tutorial. Wenn ihr das alles schon könnt, dann könnt ihr gerne vorspulen. So, Kartenspiel in dieser Position. Wir kommen rüber, zack, die zwei Finger hier oben, Zeigefinger eingerollt, Daumen hier unten. Okay, was wir jetzt machen, ist das Kartenspiel hier unten zu teilen. Bisschen mehr als die Hälfte. Bisschen mehr als die Hälfte teilen wir. Und zwar machen wir das so, indem wir mit unserem Daumen einfach ein paar Karten wegnehmen. Der Zeigefinger ist so ein bisschen wie so eine Scharniere, ich glaube schon. Ich zeige euch das Ganze so. Und zwar nochmal Daumen hier. Zack, zack. Ich glaube, so ist besser. Ich habe auch schon lange keine Videos mehr gedreht, ich muss da erstmal reinkommen. So, ich bin also ein bisschen Anfänger wieder drin. Ihr tut das Kartenspiel hier so abbrechen und dann hier vorne auch nochmal abbrechen. Das ist der Z-Grip. Also, hier vorne, ihr haltet das Ganze so
Und jetzt, zack, nochmal am Zeigefinger. Genau so. So sieht das Ganze aus. Z. Verständlich. Hoffentlich. So, so. Heißt, der Mittelfinger und der Ringfinger von eurer rechten Hand und der Daumen halten das oberste Päckchen, der Daumen und der Zeigefinger halten das mittlere Päckchen und dann eure komplette linke Hand halten das linke Päckchen. Wenn ihr noch nicht so weit seid, dann spult gerne nochmal zurück, schaut euch das Ganze nochmal an. Wir sind jetzt im Z-Grip und das nächste, was wir machen, ist eine Karte rüberschieben. Genau so im 90-Grad-Winkel. Wenn ihr das nicht könnt, ich habe da auch schon ein paar Tutorials zu gemacht, wie ihr zum Beispiel den hier machen könnt. Oder auch der O-Worm. Schaut einfach in die Beschreibung rein, da habe ich euch die ganzen Tutorials. Sieht man das gut? Ich hoffe, ja, passt. O-Worm, da habt ihr auch diesen kleinen Move hier gebraucht. Wenn ihr es nicht könnt, immer noch nicht schlimm, wenn schon, wieder vorspulen. Und zwar nehmen wir dafür erstmal so ein bisschen an Kartenspielen weg, damit wir üben können. Und wir haben das Ganze ja so in dieser Position. Und jetzt kontaktiert unser Zeigefinger hier oben die Ecke. Desto weiter wir die Karte ausfahren möchten, desto weiter unten müssen wir dann kontaktieren. Wir machen das jetzt so ungefähr hier, so in der Mitte, da wir nur so einen 90-Grad-Winkel haben möchten. Okay, also, wir halten das Ganze so in der Position. Zeigefinger kontaktiert hier und übt Druck nach unten aus. So, zack. Und jetzt strecken wir ihn langsam aus. Während wir ihn ausstrecken, fährt er auch nochmal automatisch so zur Seite. Ist also so eine Bewegung. Wupp. Ausstrecken und rüber. Druck ausüben. So ein bisschen nach vorne. Oben. Und dann zack, zu unserem Mittelfinger hinbewegen. Und dann, wie gesagt, desto weiter unten wir das kontaktieren, desto weiter können wir die Karte ausfahren. Das brauchen wir später nochmal. Heißt, für den Worm brauchen wir das Ganze zweimal. Das muss sitzen. Okay. Also, wir sind in dieser Griffposition, gehen rüber, machen unseren Z-Grip, genauso. Und jetzt aus diesem Z-Grip tun wir die Karte rüberschieben. Haben wir hier so eine drei Päckchen und eine Karte. Okay, ich zeige es euch nochmal. Z-Grip, Zeigefinger, rüber. Okay, könnte am Anfang sehr unbequem sein und euch werden auch wahrscheinlich die Karten tausendmal runterfallen. Nicht schlimm, einfach üben, üben und üben und dann wird es auch irgendwann sitzen. Also Z-Grip, Zeigefinger, zack, rausschieben. 90 Grad Winkel, ist wichtig. Wir wollen die nicht hier irgendwo haben, auch nicht da oder hier. So. Wir wollen einen 90 Grad Winkel haben. 1:1. Wir müssen mit, am Anfang muss schon ein Geodreieck her. Muss exakt 90 Grad sein. Das ist natürlich Spaß. Witzig bin ich. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt in dieser Position. Und was wir als nächstes machen, ist mit der Hand sozusagen runter zu gehen. Zack. Einmal hier nach unten rotieren. Und mit der Hand nach oben. Wir wollen bezwecken, dass wir das so kontaktieren können. Keine Sorge, keine Panik bekommen. Ich wechsle nochmal die Perspektive und dann sieht man das Ganze nochmal viel, viel besser. Wir haben jetzt unseren Z-Grip. Das Ganze sieht dann so aus. Wir machen den sozusagen seitlich. Ja. Dann kommt unser Move, wo wir unsere Karte rausschieben. Und jetzt gehen wir mit der Hand nach unten und mit der Hand nach oben. Der Daumen hier bei uns ist frei. Das ist auch der einzigste freie Finger, der gerade da ist. Wir machen unseren Z-Grip seitlich. So sieht das Ganze aus. Und jetzt, zack, schieben wir die Karte rüber. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist damit hoch und damit runter. Da wird euch wahrscheinlich sehr oft die Karten runterfallen. Das ist eine etwas schwere Position, vor allem für Anfänger. Wird das ein bisschen schwieriger sein am Anfang. Und jetzt sind wir hier in dieser lustigen Position.
Unser Daumen ist immer noch frei. Alles andere hält fest. Der nächste Punkt wäre jetzt das hier. Und dann schieben wir eine Karte rüber und öffnen unseren Worm. Und dann, zack, seht ihr schon, haben wir den Worm. Das gehen wir Schritt für Schritt wieder durch. Heißt, wir sind in dieser Position. Und was wir jetzt machen können, ist so ein bisschen hoch und runter gehen. Einfach, dass es schick aussieht. Macht jetzt nicht den hier. Außer ihr wollt es, dann macht es. Wer bin ich, es euch zu verbieten? Auf jeden Fall mache ich das gerne einfach so. Zack, zack, zack. Und beim nächsten, ich zeige euch, wie das Ganze hinten aussieht. Okay, so sieht es hinten aus. Zack, zack, zack. Daumen kommt, schnappt sich hier die Karte. Und dann schieben wir das hier so rüber. Ich drehe das Kartenspiel vielleicht mal um. Dann vermischt es nicht so. So. Das ist jetzt die Hinterseite. Müsst ihr euch vorstellen. Nur bei uns die Rückseite ist ein bisschen verwirrend. Da kann man das nicht so gut unterscheiden. Merke ich gerade. Vielleicht nicht die besten Karten, um das zu zeigen. Aber unser Daumen kontaktiert hier und schiebt eine Karte raus. Und das Ganze halten wir dann so. Ich wechsle hier wahrscheinlich ein paar Mal Perspektiven durch, sodass ihr es gut seht. Dann versteht ihr das nochmal besser. So. Zack, zack, zack. Jetzt kontaktiert ihr mit eurem Daumen hier hinten die Karte und schiebt die raus. Jetzt müsst ihr das so ein bisschen zusammenquetschen. So. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, zwei übereinander gelegte Dreiecke sind oder was auch immer. Ein Karo-Symbol. Ein komisches Karo-Symbol. Zack. Genau so. Daumen kontaktiert hier. Genau so. Und dann schieben wir die Karte hier raus. Ja, muss man auch noch treffen können. Aber wenn man schön gerade hält, nicht so wie ich gerade, ein bisschen komisch, um es euch zu zeigen, dann sollte es funktionieren. Und dann drückt ihr das so ein bisschen zusammen. Die Hand geht so ein bisschen und drückt es zusammen. Und dann solltet ihr das zwischen den kleinen Finger und den Daumen halten, diese eine Karte. Und dann könnt ihr mit dem Daumen hier runter, greifen, festhalten, festhalten und dann auseinanderziehen. Wir sind in dieser Position. Jetzt machen wir unseren und jetzt kommt die Karte von hinten rausgeschoben. Genau so. Nochmal. Und zack. Jetzt kommt unser Daumen, kontaktiert hier unten und wir ziehen das Ganze auseinander. Okay, zack, zack, zack. Hier unten können wir das Ganze auch nochmal schön rausfahren, indem wir einfach den Zeigefinger ein bisschen nach unten biegen. Dann können wir das hier schön hier auch aufklappen. Dann sieht es schön groß aus. Nicht so, nicht so, auf. Jetzt gibt es auch eine schnellere Methode, wie ihr den Worm aufmachen könnt. Das ist einmal, zack, wir sind hier. Und das ist so ähnlich wie, erinnert ihr euch, wenn ihr das Video geschaut habt, so ging der O-Worm. Und wenn ihr jetzt wieder, statt in ein Viereck zu gehen, gehen wir jetzt in ein Dreieck. Heißt, wir haben unseren Z-Grip. Jetzt gehen wir runter, damit hoch, zack, und machen Dreieck. Jetzt teilen wir unser Dreieck hier auf, zack, nehmen unseren Daumen, rutschen hier runter. Hier fahren wir die Karte aus und jetzt brauchen wir wieder einfach nur zu öffnen und es geht halt schneller. Wir haben nicht mehr diesen Viereck, zack, 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 rausfahren, öffnen, sondern wir haben es ein bisschen schneller. Z-Grip, Dreieck, aufklappen, aus. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das auch so machen. Ich zeige es euch nochmal. So. Ah, jetzt wollte ich wieder den hier machen. Dreieck. Das nach unten, das nach oben. Wir haben unsere drei Päckchen aus dem Z-Grip. Jetzt brechen wir hier am Zeigefinger, am kleinen Finger die Karten auf. Gehen runter mit dem Daumen wieder. Hier, zack, runter.
Jetzt können wir das hier so aufdingsen. Ihr seht, es fehlt noch ein Päckchen, deswegen zack, den hier. Und dann haben wir das Ganze. Ich hoffe, man versteht alles. Ich habe, wie gesagt, schon lange keine Videos mehr gedreht. Deswegen Verzeihung, falls es ein bisschen durcheinander ist. Aber ich muss da wieder reinkommen. Und ja, dann wird es auch wieder alles super gut und top erklärt. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht schlecht. Ich glaube, man versteht's. Hoffen wir. Sehe ich dann in den Kommentaren, wenn YouTube sie nicht ausmacht. So, ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, ich war die ganze Zeit hier in dieser Position vom Worm. Jetzt seid ihr auch hier drin, aber was macht ihr jetzt? So, jetzt sind wir hier. Was machen wir jetzt? Wir können auch für immer so bleiben. Oder auch nicht. Wir brauchen Closer. Wie mache ich das Ganze zu? Wir gehen das Ganze rückgängig. Zack. Ein rückgängiger Scissors Cut. So, rein. Das hier nach vorne und ablegen. Dann können wir das schmeißen lassen. Und das. Ich zeige es euch nochmal. Das geht rein. Zack. Das geht nach vorne. Ablegen. Oh. Bisschen hübscher, aber genauso. Einfach dann das Letzte. So mache ich es. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ich weiß es nicht. Was gibt es noch für Varianten? Das ist eigentlich das Einzige, was ich mache. Geht schnell. Ihr könnt dann noch vielleicht irgendwie was hinzufügen, irgendwas Cooles. So zack, 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 zack. Irgendwie sowas. Seid kreativ. Euren Gedanken, Kreativität, was auch immer, ist keine Grenzen gesetzt. Das drücke ich auf ein T-Shirt. Aber ich wiederhole das Ganze nochmal ein bisschen für euch. So sieht es in schnell aus übrigens. Zack, zack, zack. Und geschlossen. Und nochmal langsam. Ich mache mal den hier. So. Ihr geht damit rein. Zack. Damit nach vorne. Das lässt ihr ab. Dann habt ihr den Worm gemeistert. Und jetzt kommen wir aber zu einer Variation, wie ihr den Worm noch machen könnt. Beziehungsweise, wenn ihr ihn könnt. Und bitte auch nur lernen, wenn ihr ihn könnt. Wobei, ich sehe es nicht, ich kann es nicht kontrollieren. Ich werde dann nicht auf einmal in eurem Zimmer auftauchen und sagen, stopp, du darfst es nicht lernen, bevor du den Worm nicht gelernt hast. Aber es macht Sinn, erst den Worm zu lernen, weil darauf bauen wir auf. Und er muss auch stabil sein, denn zack. Ihr seht, ich habe hier schon ein Päckchen. Und das zweite Päckchen machen wir dann mit dem Mund, Kinn, was auch immer. Seht ihr gleich, wir wechseln die Perspektive. Vielleicht sieht man es dann besser. Ihr seid hier im Worm und greift jetzt hier oben von dem obersten Päckchen. Ihr geht hier hoch. Vom obersten Päckchen greift jetzt so eine Karte im besten Fall. Die sind wir losgeworden. Ich zeige euch das Ganze nochmal von hier. So, ihr seid im Worm. Und jetzt greift ihr hier euch eine Karte runter. Der Mittelfinger geht hier hoch und der kleine Finger hier runter. Und jetzt zieht ihr so eine Karte runter. Falls es nicht funktioniert, ihr haucht einfach euren Finger an, damit er so ein bisschen klebt. Und dann seht ihr schon, so macht man es halt. Anhauchen, dann klebt das Ganze besser. Ne? So, ihr seht's. Hoffentlich. Also, Worm. Und ihr greift euch mit eurem kleinen Finger und eurem Ringfinger eine Karte runter. So sieht das Ganze aus. Wenn es fokussieren würde. Also, ihr greift euch eine Karte runter. Zack, öffnet wieder. Wir klauen uns einfach nur eine Karte von oben und dann gehen wir wieder zurück. Also, wir sind in unserem Worm, klauen uns eine Karte von oben, gehen wieder zurück. Entspannt, ne? Ich zeig's euch mal von hier. Machen unseren Worm, klauen uns eine Karte von oben und gehen wieder zurück. Jetzt haben wir natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Päckchen. Wir wollen 7 Päckchen. Und dafür muss ich die Perspektive nochmal wechseln, denn das machen wir mit dem Kinn. Wir haben uns eine Karte geklaut. Was wir jetzt machen, ist mit unserem Kinn das Kartenspiel, dieses oberste Päckchen, in 2 Päckchen zu unterteilen.
Das machen wir, indem wir das hier kontaktieren. Auf jeden Fall. So, abbrechen. Das Video, Spaß. Lass ein Like da. Ich kann nicht mehr. Also, ihr habt das Päckchen. Jetzt kontaktiert ihr mit eurem Kinn die obere Ecke. Und jetzt tut ihr mit dem Daumen so ein bisschen Karten abdingsen. Ich habe die Hälfte des Kartenspiels schon verloren beim Erklären. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Ich weiß nicht, wie ich euch das perspektivisch gut erklären kann. Aber so brecht ihr das Ganze ab. Zack. Also kurz gesagt, ihr klaut euch so eine Karte. Und jetzt kommt euer Kinn. Ich richte es hier einfach nur kurz. Und bricht Karten ab. Probiert einfach mal rum, wie ihr das hinbekommt. Irgendwie, bestes Tutorial. Probiert einfach rum. Irgendwie wird es klappen. Und dann, um das Ganze zu schließen, macht ihr das einfach rückgängig. Macht dasselbe wie beim Wurm. Jetzt habt ihr zwei Karten in der Hand. Lässt halt erstmal die eine runter, dann die zweite und dann den Rest. Zack. Rückgängig. So. So, so. Ihr seid fertig. Ihr könnt jetzt drei Variationen vom Wurm. So, ich wollte nochmal kurz Tschüss sagen. Und zwar, wenn ihr das Tutorial bis hierhin geschaut habt, dann sehr, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt's. Wahrscheinlich nicht. Übung macht den Meister. Einfach dranbleiben. Keine Sorge, wenn bei euch der Wurm noch nicht klappt. Es dauert einfach. Ihr müsst üben und üben und üben. Und dann wird er hoffentlich sitzen. Ich meine, wenn ich den mit links mache, dann sieht es halt so aus. Heißt, da bräuchte ich eigentlich auch Übung. Okay, Es war okay. Ich hatte halt einfach nur eine Kackperspektive gehabt, beziehungsweise meine Karten ein bisschen weit oben gehalten. Aber ihr merkt schon, mit rechts geht es halt viel einfacher so. Und es ist halt einfach nur, weil mir links die Übung fehlt. Was ich damit sagen möchte, ist, ihr müsst einfach üben und dann sitzt der Wurm bei euch auf jeden Fall. Wenn ihr Lust habt, den zu lernen, dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch hin. Ich glaube an euch. Und dann viel Spaß beim Lernen. Ihr könnt das Video natürlich immer und immer wieder zurückspulen und euch Sachen nochmal neu anschauen. Das wisst ihr wahrscheinlich, glaube ich. Wenn nicht, dann hey, ich hab's euch jetzt gesagt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut.